Hey Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Heute mal ein bisschen zu einem etwas anderen Video, denn ihr seht mich auch aus einer etwas anderen Perspektive. Und ich hoffe, es ist einigermaßen angenehm für euch, denn ich möchte in eine komplett andere Richtung gehen, was mein Content betrifft, beziehungsweise eigentlich nicht komplett anders. Ihr habt schon gemerkt, ich habe jetzt im letzten Mal 2 Vlogs bis jetzt gedreht und mir hat es einfach unfassbar Spaß gemacht, so Vlogs aufzunehmen und auch generell einfach so dieses Lifestyle-Real-Life-mäßige zu machen. Deswegen kommt sowas in Zukunft öfters. Ich möchte in Richtung Lifestyle und Fashion gehen, aber auch ein bisschen Comedy, weil OMTV gefällt euch einfach geisteskrank und mir macht das auch immer wieder Spaß. Aber ich würde auch immer sagen, ich fange direkt mit dem Videothema von heute an. Und zwar reden wir über die Marke LFDY. Jeder von euch kennt die eigentlich. Also jeder, der einfach draußen unterwegs war oder auch so ein bisschen in der Szene drin ist, weiß, was LFDY ist. LFDY ist eine große Streetwear-Brand, die aus Deutschland kommt, also um genau zu sein aus Düsseldorf. Die hat mittlerweile, glaube ich, 4 oder 5 Stores. Ich meine in München, Berlin, Düsseldorf und Köln, soweit ich weiß. Um jetzt genauer einzugehen, habe ich mir einige Notizen auf mein Handy gemacht. Und zwar verschiedene Punkte. Als allererstes gehen wir erstmal zu den Stores und dem Versand über. Die Stores sind sehr übersichtlich und sehr sauber gehalten. Also ich besuche immer den Store in Düsseldorf und in Köln war ich bereits auch einmal. Also da habe ich nur positive Erfahrungen. Also es ist halt so, du kommst rein, da hängen alle Produkte. Du nimmst sie nicht irgendwie aus diesem Regal raus oder so, sondern du gehst vorne an die Kasse, sagst, du möchtest das Produkt bitte in der Size haben und dann geben die dir das raus. Du gehst in die Umkleiden, probierst es an. Ich denke, das ist besser, als wenn man 10 Jahre wühlen muss, welche Size man nimmt und irgendwie sowas. Und es sieht einfach viel, viel cleaner aus. Also von den Stores her ist LFDY echt top. Meine persönliche Erfahrung ist, dass sie eigentlich echt schnell sind. Also ich habe damals meine LFDY Cargo und meine LFDY Jacke gekauft. Also die Jacke, das ist die Jacke, die ich mir gekauft habe. Ich habe die gekauft, weil ich die echt feier und heutzutage trage ich die immer noch. Aber das ist das einzige Piece, was ich mittlerweile noch habe. Ich habe noch damals Shirts gehabt und ein Hoodie, aber die Sachen habe ich verkauft. Aber genauso gibt es auch negative Erfahrungen. Ich denke, das ist bei jedem Online-Shop so. Also ich habe von einem guten Freund von mir gehört, dass er da bestellt hat, ihm die falsche Size zugeschickt wurde und das falsche Produkt. Und das geht einfach absolut gar nicht. Aber soll machen. Und die haben irgendwie knapp 5-6 Tage gebraucht für den Versand. Trotzdem, das war im Sommer ungefähr. Also ja. Dann würde ich sagen, kommen wir auf jeden Fall zur Qualität der Produkte. Also die alten Produkte, die ich jetzt habe, ich habe jetzt nichts aus neueren Kollektionen, sind wirklich eigentlich top. Ich habe von einigen Freunden auch gehört, dass es bei ein paar Produkten ein paar Mängel gibt, also stelle ich manchmal Fäden raus. Gibt es auch manchmal ein paar Fäden, die hier rausgucken, wenn ich hier zum Beispiel welche will. Nee, ich will keine. Ah, chillig. Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Ich habe das zumindest schon öfters bemerkt und das ist jetzt nichts weiteres Schlimmes, wenn man die öfters benutzt, das ist komplett normal. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Design. Design? Wo soll ich anfangen? Also die älteren Kollektionen sprechen mich persönlich einfach tausendmal mehr an. Kann aber auch sein, dass ich einfach einen anderen Bezug habe, weil ich halt aus Düsseldorf komme und das halt auch die Heimatstadt von LFDY ist. Und ich das einfach zu oft sehe und mir deswegen wahrscheinlich auch manche Designs so gar nicht gefallen und euch vielleicht draußen schon. Bevor ich jetzt die ganze Zeit rumrede, blende ich euch jetzt einfach mal an der Seite so ein paar ein, die es heutzutage gibt. Und ja. Ihr seht das jetzt einfach die ganze Zeit so ein bisschen eingeblendet. Was mich persönlich auch noch stört, ist, dass öfters dieser College-Schriftzug verwendet wird. Also es gibt viele Hoodies oder T-Shirts, wo einfach nur dick vorne LFDY, also Live Fast, drauf geprintet wird. Und hinten dann irgendwie ein fetter Backprint. Also ich finde es einfach zu plakativ mittlerweile. Und wer repräsentiert die Marke? Also persönlich habe ich damit Erfahrung gemacht, dass hauptsächlich Leute tragen, die so gerade in die Streetwear-Szene eingestiegen sind, beziehungsweise gerade sich so anfangen, Mode zu interessieren. Das war auch mein erster Gedanke. LFDY, damit bin ich halt erstmal überhaupt reingekommen, diese Fashion-Szene, was ich meine. Und das auch nur durch Leute aus meiner Klasse. Vorher war mein Style einfach grauenhaft, aber dazu werde ich in meinem anderen Video eingehen, denn ich werde ein Video machen über meine Style-Entwicklung. Von der Skinny Jeans bis hin zu meinem jetzigen Style. Jetzt gerade habe ich zwar auch noch ein Basic Hoodie an, aber es juckt ja nicht. Ich nehme gerade ein Video für euch einfach auf ganz chillig. Wenn ich jetzt in Düsseldorf gehe, dann sehe ich da überall, wirklich überall, an jeder zweiten Stelle LFDY. Einfach, man sieht den Hoodie oder Shirts von denen einfach überall. Und das stört mich einfach persönlich. Also ich laber jetzt nicht einfach nur rum, sondern wenn das jemand von meinen Freunden sehen sollte, schreibt bitte mal einfach in die Kommentare. Oder wenn ihr das sogar sehen solltet und das in eurer Stadt auch so ist. Persönlich habe ich eigentlich alle Sachen mittlerweile, die ich hatte, verkauft.
bis auf diese Jacke, davon habe ich jetzt aber auch schon öfters gesprochen, weil mich die halt immer noch beschäftigt, beziehungsweise ich die einfach immer noch sehr gut finde. Und ich würde sagen, kommen wir zu meinem Fazit. Mein Fazit ist, dass Alice Dubai sich mit der Zeit einfach sehr krass verändert hat. Von der Marke, die nicht so viele getragen haben, schon viele im Verhältnis zu anderen Marken, aber nicht so viele wie heute. Zumindest habe ich das Gefühl. Bis hin zu einer Marke, die sehr plakativ geworden ist und man an jeder zweiten Ecke sieht. Für mich ist es nichts mehr. Kann aber auch sein, dass mein Style sich einfach sehr weiterentwickelt hat. Wie gesagt, ich bin in der ganzen Thematik noch nicht allzu lange drin. Dazu müsst ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch damit länger schon beschäftigt. Ich blende jetzt einfach mal eine Audio noch von einem guten Kollegen von mir ein, der Alice Dubai tatsächlich schon seit irgendwie 2 oder 3 Jahren rockt, durch den ich halt auch gesehen halt auf Alice Dubai gestoßen bin und erst meinen Style angefangen habe zu entwickeln. Also meine Meinung zu Alice Dubai ist, dass Alice Dubai halt mittlerweile ziemlich tot ist. Aber ich finde, dass man bei LFGY sich trotzdem immer noch so Basics holen kann oder T-Shirts. Vielleicht wie dieses Golf-T-Shirt, was so ein anderes Design hat, wo man nicht unbedingt LFGY drauf sieht, immer noch tragen kann und die Schnitte immer noch okay sind von LFGY. Also eigentlich nice. Finde ich fast sogar besser als Peso oder so. Aber ist halt für mich ein bisschen schwer, weil ich LFGY seit 2017 kenne. Das hat mich so ein bisschen in Streetwear gebracht. Und deswegen ist es ein bisschen schwer, so von LFGY jetzt nicht mehr zu holen, aber ja. Der LFDY ist halt viel zu sehr basic geworden, dass die Wellenstein-Träger und Tierz-Träger das übernommen haben. Und sonst grüße ich Luke, weil Luke ist klug. So Leute, ich würde sagen, das war's dann auch erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Und bis zum nächsten Video. Man sieht sich, Leute. Haut rein und ciao.